So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr seht richtig, auch ich habe mir das brandneue und aktuelle Harry Potter Spiel draufgepackt. Das ist jetzt meine Anfangsphase. Ich habe es zwar draufgepackt, dann habe ich natürlich die ganzen, wie soll man sagen, Einstellungen vorgenommen, mein Gesicht und sowas alles. Ihr seht es, das habe ich natürlich nicht aufgenommen, weil das dauert einfach zu lange. Und jetzt mache ich mein erstes Spiel live vor Ort. Und ihr seht, man kann jetzt was fangen. Da zum Beispiel ist ein Haus. Ah, da gehen wir jetzt hin und können... drehen. Und was haben wir? Eine Bluttränke. Nicht schlecht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne zeigen, wie das ist, wenn man die ganzen Harry Potter Drehpunkte. So, jetzt sehe ich natürlich im Moment nichts, weil die Sonne so dermaßen scheint. Ich werde natürlich jetzt ein Schattenplätzchen suchen. Das ist hier. Hier ist ein Häuschen, hier ist eine Aufgabe. Und die Aufgaben sind ziemlich witzig. Seht ihr? Ist einer gefangen. Richtig klasse. Es ist niedrig. Es passt auch perfekt. Und jetzt seht ihr den das normale Modus. Jetzt stelle ich um auf AR-Modus. Dann ist es natürlich richtig witzig. Jetzt muss ich ihn suchen, wo er steht. Wo er gefangen ist. Ah, da ist er nicht. Da in die Richtung ist er. Ihr seht es. Ihr müsst die Punkte übereinander kriegen. Anpassen. Niedrig steht er natürlich dann wieder. Und dann einfach nur mit den Finger den Zauberstab bewegen. Ja, hat nicht geklappt, nochmal. Ab und zu passiert das natürlich mal bis zu viermal. Habe ich es natürlich vorhin in der Anfangsphase ausprobiert. Ist es weggegangen, beim vierten Mal hat es also geklappt. Und ihr seht, in AR-Modus finde ich es nicht so schön. Aber das ist Geschmackssache. Rang 3 habe ich natürlich schon. Die Punkte kriege ich jetzt. Ich steige natürlich noch nicht auf. Und normalerweise muss man dann immer den Sticker einkleben. Aber war nicht so der Fall. Werde ich natürlich im nächsten Haus würfeln. Was bekomme ich? Passt natürlich. Rausgehen. Hier unten habt ihr den Koffer und da habt ihr dann alle Zutaten, die ihr braucht. In Stufe 4 freigeschaltet, Stufe 6 freigeschaltet, Magie. Hier sind immer welche Tiere oder Sachen, die ihr findet, gibt sehr viel verschiedene. Man muss wirklich richtig umfangreich ist das Spiel. Da ist ein Haus, was ich schon hatte. Ich gehe natürlich jetzt mal weiter in den Schattenbereich. Wie ihr seht. Und ich kann euch sagen, es sind fast die gleichen Punkte wie von Pokémon Go. Ja, an derselben Stelle. Und ihr seht, im Moment passiert gar nichts. Aber da vorne sind wieder kleine Häuser und große Häuser. Und das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Da ist jetzt wieder eine Aufgabe. Ihr seht es, die ist grün. Die werde ich mir natürlich jetzt schnappen. Und vor allen Dingen den AR-Modus rausschalten. Weil wie gesagt, den finde ich nicht so schön. Ihr seht es selber. Der ist verdammt schwierig, aber ich versuche ihn zu meistern. Natürlich nicht. Ah, habe ich jetzt bestimmt wieder nicht gemeistert. Das ist natürlich schade. Nehme ich natürlich einen Trank. So. Benutzen.
Und jetzt versuche ich zu kriegen. Und ihr seht, sind verschwunden. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Es ist einfach verschwunden. Jetzt gucke ich mal natürlich in das nächste Haus, welche Tränke ich da bekomme. Ein ganzes Revier ist auch nicht schlecht. Und da ist wieder eine Aufgabe. Natürlich ohne AR-Modus. Oh, der sieht aber... Was hat der denn vor? Er ist ziemlich ohrmittel. Also müsste ich den kriegen. Das Witzige ist ja wirklich dabei, ihr müsst die Zauberstab immer anders machen. Und kommen wir ein erstes Mal. Und. Nein, er läuft auch wieder weg. Ah ne, ihr seht, ich habe den Bastelballschläger bekommen. Jetzt müsste ich den eigentlich einkleben können. Neuer Zauberstab, aha. Punkte noch nicht aufgestiegen. Aber jetzt. Erster von vierte. Passiert nichts, kann ich nicht einkleben. Also muss ich einen weiteren. Die Mauer ist natürlich zu weit weg. Ihr habt es gesehen. Aber ich gehe natürlich weiterhin hier in den Schattenbereich. Und wo der Schornstein kokelt, ihr seht es, könnt ihr erstmal nicht wieder zurückgehen. Aber ich sehe natürlich jetzt nicht alles richtig, weil die Sonne jetzt dermaßen hier auf mein Handy scheint. Deswegen hoffe ich mal, da ist auch wieder ein Haus. Oh, da kann ich auch wieder. Was habe ich da? Ja, auch nett. Aber ihr seht, das Spiel ist absolut umfangreich. Besonders die Stempel und so, die ihr alle machen müsst. Es ist richtig witzig. Dann könnt ihr natürlich euer Profilbild immer wieder neu ändern, weil ihr kriegt immer Sachen dazu. Ich habe natürlich jetzt einen schwarz-gelben Schal genommen bei mir. Ihr seht es, es war witzig, deswegen habe ich ihn genommen. Da ist noch eine Aufgabe, die ich hoffentlich jetzt mal kriegen. Oh, der ist natürlich heftig. Und, der ist noch niedrig. Das ist ja perfekt. Hoffentlich schaffe ich den beim ersten Mal und kann den wieder einkleben. Ja, er ist in eine Blase. Was passiert? Was passiert? Weil, wie gesagt, das Spiel ist für mich ziemlich neu. Ja. Rang 2. Da steige ich. Oh, ich bin aufgestiegen auf Stufe 4. Das ist natürlich jetzt richtig cool. Wie gesagt, am Anfang, die ersten 2-3 Stufen, die steigt ziemlich schnell auf. Bild platzieren. Jetzt seht ihr das, wenn ihr was gefunden habt von einer Mission. Das war jetzt hier zum Beispiel. Oh, Rang 3 wird natürlich jetzt auch da erhöht. Eine Kiste, Belohnung. Und ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch schon habt. Wie weit ihr schon seid und. Wie findet ihr das? Und natürlich habe ich ab und zu weitere Videos von das brandneue, aktuelle Harry Potter Spiel machen soll. Weil ich finde es auf eine Art mal wieder was ganz anderes. Ich werde es wahrscheinlich nicht so oft nutzen, aber auch das hat ein Potenzial. Da ist was zum Aufsammeln. Ah, man muss ja alles Mögliche sammeln, um hinterher seinen Stab zu verbessern, um sich, weiß ich nicht, einen Anzug zu machen, all das. Da ist ein Punkt. Was haben wir hier jetzt? Ah, da kommen wir jetzt doch da. So, wir können da jetzt schon einen Zaubertrank machen. Nehmen wir das hier mal, das können wir schon brauen. Ah, so.
Das haben wir jetzt. Zumachen. Ja, und das brauen wir jetzt mal. Ja. Und dann seht ihr, schon fertig. Das geht aber schnell. Und all solche Zutaten, die braucht ihr natürlich. Oder sagen wir so, sie werden nicht so wirklich gebraucht, nur wenn ihr das Spiel spielt. Ist ja ganz klar. Hier ist noch eine Aufgabe, die ich jetzt bewältigen werde. Ich muss mich mal eben nur weiter in einen Schatten stellen, dass ich es besser sehen kann. Und habe ich ihn befreit aus dem Eis? Und mit dem ersten Zauberspruch? Jawohl. Danke, sage ich auch. Ja. Die nächste Stufe ist auch wieder schnell zu erreichen, wenn man jetzt ein bisschen spazieren geht. Aber ihr seht es schon, wenn man noch ziemlich weit unten ist, die Belohnung, das zieht sich doch ganz schön lange immer hin. Hier sind jetzt noch mehrere, die ich machen könnte. Hier ist noch eine, bevor ich das Video jetzt beende. Der ist auch mittel. Und jetzt, ja, die Schlange sieht richtig cool aus. Ah, ich muss schon sagen, die Bilder, was man fangen muss, ist echt recht witzig. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal weiter in das Spiel gucken. Wenn ihr wollt, dass ich davon noch ein paar Videos mache, schreibt mir das in die Kommentare. Und natürlich, wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Habt ihr selber schon ausprobiert oder spielt ihr das vielleicht? All das könnt ihr und solltet jetzt kommentieren, schreiben, ganz wie ihr es sehen wollt. Ach, einen nehme ich noch. Der hat schönen gelben Schweif. Da ist ein Adler drin. Hoch, aber das stört mich jetzt nicht. Gut, und auch gut. Ah, ich glaube, er ist befreit. Sieht auch interessant aus. Mal gucken, ob ich den wieder einkleben kann. Auf jeden Fall, das nervt, wie ich das finde. Die ganzen Belohnungen, dass die so runterfahren, dass man die nicht überspringen kann. Das ist wirklich, was das Spiel lange hinauszögert. Einen Stempeleintrag gibt es nicht, aber das war es jetzt mal für das Erste. Ich sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.